Briefe. Matt spielt Klavier schon immer. Und sowas ähnliches wie die schlechte Auflösung des weißen Hammer-Angles. Vielleicht. Ja. Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning. Good Morning in the Morning, Kränke. Na? Wie läuft's? Flüssig. Ich bin furchtbar müde. Ich bin echt? Warum das denn? Mir geht's eigentlich ganz gut. Na, gestern saß ich ja noch bis eins rum, hab hier die Sendung gemacht. Hätte ich gemacht. Ja. Dann kam der Schornsteinfeger morgens. Ja, wie spät denn? Um 10. Morgens um 10. Alter. Und heute Morgen musste ich auch um 10 irgendwo da sein. So. Das ist hartes Leben. Dennis, du bist selbstständig. Du arbeitest, wann du willst. Ja, das stimmt. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Nee, ich habe mich jetzt so ein bisschen gewöhnt an den Schlafmangel und an den Rhythmus. Bin aber auch froh, dass es bald vorbei ist. Das kann man festhalten. Ja. Wir haben, weil du gerade so erwähnt hast, dass es gleich vorbei ist. Wir haben eine Frage an die Zuschauerinnen geschafft. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Oh ja, schreibt es in die Kommis. Ja, und zwar sind es ja noch, wir sind jetzt Tag 14 im Dschungel. Und es gibt ja noch die Freitagssendung und dann ist Samstag schon das Finale. Eigentlich sind wir Tag 15. Ach, Tag 15. Und wir haben Tag 14 gesehen. Ja. Jedenfalls haben wir noch zwei Sendungen. Aber es sind noch 5 Kandidatinnen im Camp. Und im Finale sind ja normalerweise 3. Fliegen morgen 2 raus? Also wir wissen es irgendwie nicht. Wir haben das auf Twitter rumgefragt. Keiner weiß so richtig eine Antwort. Die faffen nur alle und antworten nicht. Die faffen die Frage, die Penner. Ja. Dabei wollen wir eine Antwort. Richtig. Gibt's doch gar nicht. Und wo ist der RTL, wenn man ihn mal braucht? Ja. Wo? Ständig wo? Unsere Tweets da liken und retweeten. Ja. Aber ja, da ja, plötzlich... Genau. Das sind mir echt, das sind mir die Liebsten. Kriegst Kotzen. So, reden wir mal ein bisschen über das Camp, ja. Bevor wir schon wieder abgleiten. Also wir fangen ja schon mit dem Abschweifen an. Normalerweise hören wir damit auf. Das hat auch seine Gründe, denn irgendwie merkt man jetzt, das Camp tingelt dem Ende entgegen. Ja. Es wird dünn. Und es wird arg dünn, die Sendungen aber nicht kürzer. Obwohl wieder nur in Anführungsstrichen eine 23:30 Sendung angekündigt, trotzdem noch eine Viertelstunde überzogen. Deshalb wurde die Rauswahl sehr knapp gehalten. Aber wir beginnen mit dem Auszug von Claudia. Ja, Claudia wurde ja gestern rausgewählt und heute sah man ihren Auszug vom ersten Teil, im ersten Beitrag hatte man quasi, ich weiß nicht, Resteverwertung. Also man muss das ja jetzt versenden, den Krempel. Ich weiß nicht, in welcher Nacht das entstanden ist. Aber sie ja, aber das war lustigerweise das Unterhaltsamste, was wir von Claudia gesehen haben. Genau. Sie sprach halt so ein bisschen mit Daniela über, wie sie den Wendler kennengelernt hat. Dass es ihre erste Liebe war, mit 19. Und das war ganz interessant. Und dann ging es halt auch ein bisschen als Eingemachte. Es ging um das Finanzielle und hatte Dani vor allem gefragt. Moment, da ja. muss ich kurz einhaken. Erstmal sehr interessant, sie sprach ja nur gut von der Wendlerin. Nur gut. Ne? Das muss man schon mal so festhalten. Dann hat sie auch was sehr Interessantes gesagt, nämlich. Ich weiß, welchen Punkt du hinaus willst. Ich will nur kurz das abhaken. Wir machen gleich kommen. Ich weiß, der Motor jault, ich weiß. Der blubbert ja nur. Der blubbert nur. Ja. Ich will noch kurz das Finanzielle vorher abhaken. Ja. Sie sprach dann noch über das Finanzielle. Und zwar hat man jetzt noch mal ein bisschen Details erfahren. Es gab ja in den Medien die Berichterstattung, dass das Ehepaar Wendler insolvent sei. Ja. Wir haben jetzt das konkretisiert bekommen. Naja, Michael Wendler war wohl insolvent und deswegen wurde die Firma auf Claudia Norberg aufgemacht. Das ist voll gegen die Wand gefahren und sie in Insolvenz, während der Wendler halt da schön raus ist und sie hat jetzt noch 6 Jahre vor sich und alles über den Freibetrag wird jetzt einkassiert.
Ja, soweit so richtig und auch eigentlich ganz fair, aber ich meine, ist das nicht, klingt das, ist das nicht ein bisschen bescheuert? Also, jetzt lass mich, ich bin jetzt nicht so hundertprozentig bewandert im Gesellschaftsrecht, aber ganz grundsätzlich kann man ja, um sein Privatvermögen zu schützen, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen mit der entsprechenden Einlage von wie viel? 25.000 Euro? 15, also ja, 25.000 Euro, aber du, wenn du nur 12.500 hast, reicht das auch schon. Muss man dann aufstocken. Oder halt diese 1-Euro-GmbH, die UG haftungsbeschränkt, die man ja auch sozusagen, da muss man ja auch ansparen von den Ja. Gewinnen, dann bis sie zur voll. Nicht mal den kompletten Gewinn, nur 25% des Gewinns. Ja, aber du musst sozusagen, du darfst deinen Gewinn nicht komplett verprassen, sondern du musst es ansparen ans Eigenkapital, damit die irgendwann zur, wie nennt sie das, glaube ich, Voll-GmbH erstarkt oder so. So. Und Aber dann, wenn man das gemacht die hat, beschränkte Haftung schützt sich ja nicht vor, also die Haftbarkeit ist ja beschränkt, aber trotzdem, wenn du komplett Fehler selber machst, also als Geschäftsführer oder genau, als das ist Gesellschafter. der Witz. Genau, wenn du Geschäftsführer bist, kannst du belangt werden, wenn du Scheiße baust. Und Durchgriff auf die Gesellschafter geht, glaube ich, auch bei so eher so Verhaltensfehlern, meine ich nur, ne? Wenn du halt, aber sie war wahrscheinlich Geschäftsführerin und musste ja irgendwie Quatsch gebaut haben Ah, oder so. nee. Also, ich habe einfach NorthData aufgerufen. NorthData ist so ein Unternehmensregister-Durchsucher. Einfach Claudia Norberg eingeben. Und zwar ist es die CNI Records im Musikverlag OHG, Ja gut, Dinslaken, in gut. Liquidation. Das ist natürlich bescheuert. Gut, denn, ne? Ja. Denn, also was ist eine OHG? Das muss man jetzt vielleicht mal Eine erklären. offene Handelsgesellschaft, was mehr oder weniger ein Verbund von Personen ist. Genau. Und damit ist es einfach, glaube ich, eine aufgemotzte GbR. Richtig, eine GbR, die im Handelsregister eingetragen ist. Das ist der Unterschied. Also GbR, Dennis und ich sozusagen machen einen Podcast, haben einen gemeinsamen Gesellschafterzweck hier, ne? Und wenn wir damit irgendwie versuchen würden, Geld einzunehmen oder nicht mal, also nicht mal richtig damit Geld zu verdienen, sondern einfach nur Geld einzunehmen, dann ist es schon eine GbR. Punkt. So, jetzt müssten wir nur hingehen und sagen, wir möchten gerne diese GbR, die schon existiert, ohne dass wir was verschriftlich hätten, ins Handelsregister eintragen, ja doch, ins Handelsregister eintragen lassen, damit diese GbR auch als Kaufmann tätig werden kann, Kaufmann im rechtstechnischen Sinne. Und dann wird daraus eine OHG. So kann man sich das vorstellen. Und vorher war die OHG sogar nur eine eingetragene Kauffrau, und zwar Claudia Norberg selber. Genau. Ja, das spricht dafür, dass da noch jemand dazugekommen ist. Ein gewisser Michael Norberg. Ja, und da haben wir jetzt quasi um den Finanziellen erfahren und hat nochmal. Ach so, das genau. Ist halt eine Personengesellschaft und Genau. keine Kapitalgesellschaft. Ja. Und Personengesellschaften, OHG, haften grundsätzlich unendlich ins Private. Nicht alle. Es gibt dann auch so also die KAG ist so eine komische Mischform und so. Da kann man jetzt, wir wollen jetzt aber keinen Grundkurs Gesellschaftsrecht machen. Dafür guckt Aber man einfach Weihnachtsmann und KKG. Das ist dann. genau, Weihnachtsmann und KKG, eine sehr, sehr, auch eine tolle Reichsgerichtsentscheidung überhaupt, ob die GmbH und KKG funktioniert. Denn es gibt ja sowas wie die Nomenklatur der Kapital- und Personengesellschaften. Egal. Jetzt sind wir schon fast im Grundkurs Gesellschaftsrecht Um das angekommen. abzuschließen, wir haben um die finanzielle Situation von Claudia erfahren und Ja. wir haben ihre Motivation fürs Camp erfahren. Sie meinte dann auch im Auto dann noch so, hey, ich würde gerne, ich wollte bekannt werden, ich nehme jedes Format gerne an. Und by the way, ich habe auch noch Bürokauffrau gelernt, also wenn ihr da was habt, Genau, bin nehme ich. gelernte Kauffrau, ich sitze auch im Büro. Ja. Also total sympathisch, aber so ein bisschen auch sehr langweilig, weil im Hotel Versace, als sie ankam, das Einzige, was sie bekam, war halt irgendwie ein Cocktail und die Briefe, die scheinbar schon da waren. Ja. Und das war's dann. Aber Aber immer ein jetzt, Cocktail. Es gab auch eine andere Kandidatin, ich erinnere dich sehr gerne daran, die einen Cappuccino und noch einen anderen Kaffee bekommen. ich habe vergessen, wer das war. Ja, aber jetzt, da blubberte was. Was war das, Renke? Da blubberte was. Da blubberte eventuell der
Motor des weißen Hammers. Ihr müsst zurück an den Anfang der Staffel springen, um euch erklären zu lassen von uns, was der weiße Hammer ist und wie er zustande kommt. Wie er zustande kam, so. Hier könnte er aufgelöst worden sein, denn sie sprach im Interview, oder im Interview nicht, aber im Gespräch mit Dani auch davon, dass sie gerne noch eine zweite Chance bekommen hätte. Also offensichtlich muss sie sich einen Fehltritt erlaubt haben, so wie es auch schon von Elena angedeutet wurde. Und die Wendlerin hat ihr das nicht verziehen und sich stattdessen eine damals, glaube ich, noch minderjährige Schnalle mit dicken Hupen. Mit dicken Hupen organisiert. Hey! Dennis, mit 15 sind die fertig. Oh. Fertig. Du hast das Sommer aus der Stars nicht geguckt, ne? Ja, bewusst. Mhm. Du hast mir immer wieder davon erzählt. Ich war jedes Mal diese Szene war echt, das war echt, also erstmal hat der Wendler den Hintern von Laura zum Klatschenfall geboten. Das war schon schlimm genug. So zum, hier, ne, kannst du mal draufklopfen auf den Popo. Das hat sie auch noch mitgemacht und dann ihren Hintern mehr oder weniger so halb in den Raum hineingestreckt. Und dann haben Wendler und Willi Herren of all people gefrühstückt und der Wendler sprach, naja, Junge, aber er ist schon mega reich und 15 sind ja auch fertig, die sind doch fertig mit 15 heutzutage. Und selbst Willi Herren ist nichts mehr eingefallen, der saß da und hat sich einfach nur stumm seinen Toast reingeschraubt und ist dann gegangen. Der konnte nicht mehr. Ey, warum? Warum ist das Jugendamt auf Elena losgegangen, wo sichtbar ist, dass einfach in Dinslaken ein dringender Notfall herrscht? Also, nun muss man ja auch sagen, ich habe da ja gar nichts gegen. Auch nichts gegen den krassen Altersunterschied. Und ich denke auch, mit 17 kann man schon geistig reif genug sein, einigermaßen Entscheidungen für sich selbst treffen zu können, die man auch gut vertreten kann oder so. Das Ding ist nur, ne? Widerlicher Sexist. Ja, der Umgang von ihm damit, weil er sich halt so daddy-mäßig benimmt, das ist schon wirklich, wirklich fragwürdig, muss man sagen. Und abseits davon, dass halt Daddy-Issues echt ein Ding der schwulen Community ist und das jetzt hier Cultural Appropriation ist. So. Ja, da müssten wir vielleicht mal einen Sozialwissenschaftler befragen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, wo das seinen Ursprung hat. Egal. Also, wir kommen zurück. Wir haben jetzt das erfahren und das war so eine ähnliche schlechte Auflösung wie beim Hammer-Engel in der WCW, nur dass man sich beim Hammer-Engel irgendeine Scheiße ausgedacht hat, die nicht stimmen konnte. Und hier kannten wir ja im Wesentlichen schon alle die Lösung so ein bisschen. Und sie hat sich nur als wahrscheinlich wahr herausgestellt. Ja. Letzte Bestätigung steht immer noch aus, aber es spricht irgendwie alles dafür, dass es so war. Was es natürlich umso langweiliger macht. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, war es das wert? Vor allem das Beste ist, wir werden auch jetzt in diesem Punkt auch keine weitere Auflösung erfahren, weil einfach Elena rausgewählt wurde. Genau. Und damit ist einfach das Ding jetzt einfach abgesoffen. Final. Du hast es gerade im Vorgespräch sehr schön gesagt, wie ich fand. Zu Recht rausgewählt, aber auch ein bisschen schade. Ja. Um das nochmal hier direkt überzuleiten. Am Anfang der Sendung hat Sven nochmal den Versuch gewagt, sich zu entschuldigen bei Elena und hat scheinbar war auch aufrichtig, hat gemeint so, nee, das war doof von mir und ist zu Elena gegangen, wollte sich entschuldigen und hat sich auch entschuldigt und Elena hat das mit so, ja, passt schon, aufgenommen. Und ja, ist natürlich der universelle Code für du kannst mich mal am Arsch. Und das musste sie nicht mal kodieren, sie hat es auch noch mal im Interview gesagt, dass sie zwar das jetzt hier akzeptiere, die Entschuldigung, so wie ich den Empfang meiner Post quittiere, trotzdem bin ich damit nicht einverstanden. Und dementsprechend hat sie sich sehr, sehr unsympathisch verhalten und da war es eigentlich nicht verwunderlich, dass sie heute fliegt. Auch, wenn ich mir dachte so,
am Anfang der Sendung, boah, Elena, das hättest du bei mir eigentlich geschafft, ich finde dich wirklich unsympathisch, das ist jetzt erreicht bei mir. Dann kam die Frau Büchner und hat geheult und nicht geheult, weil ihre beste Freundin ausgezogen ist, sondern weil sie jetzt Platz 6 hat, wie ihr Mann. Und dann war plötzlich wieder die Balance des Universums hergestellt. Jetzt bist du aber schon wieder bei Claudia, du springst jetzt zurück in den Anfang der Sendung. Aber ich wollte es nur gesagt sagen, aber ja. Das meinte ich mit schade. Ja, Elena hat es verdient, heute rausgeflogen, aber was das dafür sorgt, ist, dass jetzt im Camp 3 bräsige alte Herren sitzen, deren einziges Thema sein wird, sich über Daniela abzunerven. Nee, dann ist dir eine Sache entgangen. Ach, bin ich jetzt gespannt. Also ja, das wird natürlich passieren und das werden sie auch zu Recht tun und trotzdem wird es unschön anzuschauen sein. Ja. Und wir alle werden uns fühlen wie Willi Herren beim Toastfrühstück mit dem Wendler. Aber es gab ja noch die Briefe. Achso, kurze Dschungelprüfung noch. Angetreten. Ja. Prinz Damien hat, du bist mit dem angetreten, ja, okay. Aber ich sag gleich noch, warum du Unrecht hattest mit den 3 Männern. Jetzt springen wir einfach vollkommen total. Ich mach's aber ganz kurz. Angetreten in der Dschungelprüfung, Jungle Unchained, Daniela Büchner und Prinz Damien. Die Dschungelprüfung bestand darin, dass Prinz Damien in der Kiste gesperrt war mit 80 Ratten und anderem Gedöns, 3 Schlösser dran. Das war eine sehr gute Kulisse. Man hat gemerkt, RTL hat kein Content mehr im Dschungelcamp, deswegen haben sie irgendwie 4 Minuten Vorspann für die Dschungelprüfung gedreht, wo Sonja Zietlow auf einem Pferd angereitet gekommen ist. So sind wir gerade. Da ist nichts los im Camp. Die müssen schon Filmchen drehen. Und Daniela musste in dieses Hotel gehen, das ist so die klasse Setup, da war Gedöns drin, da musste sie Sterne suchen, da waren so Kammern, musste sie runterkriechen. Hat sie alles nicht gemacht, sie hat sich dem komplett verweigert. Und es waren 3 Schlüssel zu finden, das ist das Wichtigste. Ne? Also die 3 Schlüssel hätte sie irgendwo abknöpfen müssen, um Prinz Damien zu befreien. Ja. Nur dann wäre die Sterne gültig gewesen. Genau. Und in der Zwischenzeit hätte sie noch Sterne sammeln können. So. Daher 0 von 6 Sternen. Das war die Dschungelprüfung. Sie hat einfach nichts gemacht. Genau. Überall mal kurz reingeguckt. Aber sie hat sich dafür gefeiert, dass sie nicht abgebrochen hat. Immerhin. Ja. Und sie hat sie selber gewählt. Das ist und sie hat sie selbst gewählt. Und Prinz Damien hat sie auch gewählt. Ja, mit 2 Stimmen. Und er hat 3 Stimmen bekommen und das hat dann gereicht. Und als sie losgegangen sind, haben die restlichen Camper gerätselt, wer hat denn die Büchner gewählt? Ja. Hast du sie gewählt? Nee, ich habe sie nicht gewählt. Du? Nee, ich auch nicht. Das kann nicht sein. Sie muss ja irgendwie 2 Stimmen bekommen haben. Nee, ich habe sie nicht gewählt. Drauf gekommen, dass einfach beide, die zur Prüfung gegangen sind, die Büchner gewählt haben, ist keiner. Stopp. Dass die Büchner sich selber gewählt hat, hat sie ja groß angekündigt. Ja, ja. So, das heißt, aber, da blieb ja nur Prinz Damien eigentlich übrig. Aber die nicht drauf gekommen, das meine ich ja. Aber das wäre schade. Also ich glaube, hätte Elena die Prüfung heute angetreten, wäre sie drin geblieben. 100 pro. Sie wäre da durchgegangen. Ja, ja. Aber das war leider... Eine der wenigen Fehleinschätzungen von Prinz Damien. Ja, tatsächlich. Und vielleicht hat er das auch nur lieb gemeint. Der alte Dschungelkönig. So, hier. Weswegen du Unrecht hast mit den Männern, mit den grumpy, komischen Männern, die so rum und die Bücher. Bräse. Und so. Bräsig. Was du nicht mitbekommen hast, ist, dass es da eine kleine Spaltung vollzogen hat. Denn es gab die Briefe, auf die wollen wir nicht länger eingehen, die sind nämlich alle wirklich sehr, sehr langweilig gewesen dieses Mal. Es gab sehr viel Geheule und die Briefe waren alle sehr, sehr kurz. Und wenig persönlich. Wirklich wenig persönlich. Das muss man sagen. Das Persönlichste war noch und das Ehrlichste, wie ich fand, war der Brief von an Sven Ottke von Frau und Tochter. Das war nämlich einfach nur so ein ganz nettes, normales hier, ey, wir vermissen dich, bla, wenn du wieder da bist, kriegst du hier irgendwie dein schönes Bauernomelett und ist gut und halt die Ohren steif, bis bald. Ja. Weil man ist ja halt auch nicht 2 Jahre in Australien, sondern 3 oder 4 Wochen. Ja. So. Egal, also 3 Wochen eher. Naja. Und dann, Raoul hat von seiner Freundin, die da im Hotel blieb, einen Brief bekommen und hat sehr doll geweint. Und ich fand auch schon, dass es jetzt ein bisschen aufgesetzt wirkt.
Und dann haben Markus und Sven sich ausgetauscht, kurz über das Geheul, und haben gesagt, sag mal, es ist hier lauter Schauspieler und er ganz besonders. Und da muss ich echt sagen, da hatte Sven, so fand ich, die realistische realistischste Einschätzung. Denn er sagte noch, guck mal, ich meine, der hat jetzt seine Freundin, dann sieht er die 2 Wochen nicht und dann kommt er auch wieder. Das ist ja nicht so was anderes hier, wie zum Beispiel, weil Elena hat ja einen Brief zum Beispiel von ihrem Freund bekommen, in der beschrieben wurde, dass ihre Tochter gerade immer besser laufen lernt und so. Die verpasst ja tatsächlich was. Ne? So, hat Sven auch gesagt. Aber hier Raoul, der alte Heino, da passiert gar nichts. Das fand ich sehr realistisch und sehr gut. Da könnte sich also ein kleiner Bruch abzeichnen. Natürlich, das gebe ich auch gerne zu, kann es durchaus so sein, dass der Hass auf die Büchner sie nachher wieder alle vereinen wird. Ja. Und dann sitzen aber ich sehe es noch nicht ganz so, ich sehe es noch nicht ganz so, ganz so eng wie du. Ja, das kann gut sein. Aber ich habe leider die Hoffnung, dass jetzt, zum Glück sind es auch erst nur noch 2 Sendungen. Daher bin ich da auch mit versöhnt. Dann können wir ja direkt mal spekulieren. Wer fliegt denn als nächstes? Ja, es müssen ja 2 Leute rausfliegen. Rein theoretisch ja, oder 4 im Finale sind es. Aber dann legen wir uns einfach mal fest, auf die sichere Bank, wer sind die nächsten 2 Personen, die fliegen? Markus. Ja. Und Raoul. Ja, sehe ich ähnlich. Und dann bleibt es im Finale bei Daniela Büchner. Sven Dritter. Und Sven Ottke. So. Büchner Zweite und Prinz Damien gewinnt. Schrecklich. Also, Prinz Damien vollkommen super. Die Büchner ist einfach nur. Ja, und Sven Ottke, ich weiß nicht, das ist einfach, weiß ich nicht, Ostdeutschland. Der ist halt so voll so ein Durchschnittstyp einfach, ne? Ja, da findet sich der Zuschauer drin oder die Zuschauerin drin wieder. Ja. Schlimm, ey. Schlimm, ey. Gut, ich würde sagen, dann machen wir den Sack hier zu, gehen ins Bett und hören uns morgen wieder. Ja. Twitter, @Dschungelpod, Instagram, Dschungelpodcast und Facebook haben wir auch noch. Und wir haben auch hier dschungelpodcast.de, glaube ich. Ja. Sehr gut. Da könnt ihr kommentieren, wenn ihr möchtet. Und über eine Rezension bei Apple Podcasts würden wir uns auch sehr stark freuen. Jetzt könnt ihr wieder, habt wahrscheinlich schon nichts ausgemacht, ja, könnt wieder Billie Eilish schauen. Bis dann. Tschüss.